Herzlich willkommen. Wir befassen uns in diesem Slidecast mit einem Begriff aus der Finanzwirtschaft, dem Leverage-Effekt. Erstmal werden Sie erfahren, was der Leverage-Effekt ist und welche Werte man benötigt, um ihn zu berechnen. Danach werden Sie dann am Beispiel der X GmbH lernen, wie sich der Leverage-Effekt auf die Eigenkapitalrendite auswirkt und was das Leverage-Risiko ist. Der Leverage-Effekt beschreibt die Hebelwirkung des Einsatzes von Fremdkapital auf die Eigenkapitalrendite. Es geht dabei vor allem darum, den optimalen Verschuldungsgrad zu bestimmen. Die Eigenkapitalrendite nimmt bei steigender Verschuldung nämlich zu, aber nur, solange die Gesamtkapitalrendite größer ist als der Zinssatz für Fremdkapital. Wir schauen uns jetzt erstmal an, welche Werte man benötigt, um den Leverage-Effekt zu bestimmen. Man benötigt den Jahresüberschuss inklusive Zinsen, den Verschuldungsgrad, die Eigenkapitalhöhe, die Fremdkapitalhöhe, den Zinssatz für Fremdkapital und das Gesamtkapital, sprich die Summe aus Eigen- und Fremdkapital. Daraus kann man jetzt auch noch die Gesamtkapitalrendite und die Eigenkapitalrendite berechnen. Um die Gesamtkapitalrendite zu berechnen, dividiert man den Jahresüberschuss inklusive Zinsen durch das Gesamtkapital und multipliziert mit 100. Die Eigenkapitalrendite berechnet man, indem man den Jahresüberschuss durch das eingesetzte Eigenkapital dividiert und dann mit 100 multipliziert. Die Zinsen für das Fremdkapital bleiben dabei unberücksichtigt, weil die dem Fremdkapitalgeber, also zum Beispiel der Bank, zustehen. Wie diese ganzen Variablen zusammenspielen, kann man am Beispiel der X GmbH sehen. Die X GmbH ist ein kleines Unternehmen in der Immobilienbranche. Max ist Geschäftsführer der X GmbH. Und er möchte Kapital investieren, um Immobilien zu kaufen. Er ist sich aber noch nicht sicher, ob dazu ein Bankdarlehen aufgenommen werden sollte. Deshalb stellt er ein paar Berechnungen an. Als erstes rechnet er aus, wie die Eigenkapitalrendite ohne Fremdfinanzierung aussehen würde. Die X GmbH investiert ein Eigenkapital von 2 Millionen in Immobilien. Weil sie kein Fremdkapital aufnimmt, liegt ihr Verschuldungsgrad bei 0%. Max rechnet damit, dass aus Mieteinnahmen der Immobilien ein Jahresüberschuss von 200.000 Euro zustande kommt. Die Gesamtkapitalrendite beträgt also 10%. Weil vom Jahresüberschuss keine Zinsen für Fremdkapital abgezogen werden müssen, ist die Eigenkapitalrendite genauso hoch wie die Gesamtkapitalrendite. Die X GmbH könnte dieselben Immobilien aber auch nur teilweise aus Eigenkapital finanzieren. Max rechnet deshalb auch für diese zweite Variante die Eigenkapitalrendite aus. Die X GmbH setzt dabei nur 1 Million Euro Eigenkapital ein. Zusätzlich nimmt sie ein Bankdarlehen von 1 Million Euro auf. Insgesamt hat sie also wieder 2 Millionen Euro zum Kauf der Immobilien zur Verfügung. Der Verschuldungsgrad liegt jetzt bei 100%. Bei einem Jahresüberschuss von 200.000 Euro ist die Gesamtkapitalrendite wieder genauso hoch wie im vorherigen Szenario. Beim Berechnen der Eigenkapitalrendite unterscheidet sich das Ganze aber. Die X GmbH leiht sich das Fremdkapital zu einem Zinssatz von schätzungsweise 6%. Damit fallen für das Fremdkapital insgesamt 60.000 Euro Zinsen an. Wenn man die Zinsen vom Jahresüberschuss subtrahiert, bleiben noch 140.000 Euro. Die Eigenkapitalrendite kann so auf 14% gesteigert werden. So ein Szenario ist für die X GmbH durchaus erstrebenswert. Hier bietet sich eine Leverage-Chance. In dem ersten Beispiel ohne Fremdkapital macht die X GmbH mit jedem Euro Eigenkapital, den sie investiert, nur 10 Cent Gewinn. In dem zweiten Beispiel mit Fremdkapital liegt der Gewinn pro Euro Eigenkapital, den die X GmbH investiert, bei 14 Cent. Max kommt deshalb zu dem Schluss, dass ein Bankdarlehen aufgenommen werden sollte, um die Eigenkapitalrendite zu erhöhen. Jetzt fragt er sich allerdings, ob es nicht noch besser wäre, wenn die X GmbH sich noch mehr verschuldet. Deshalb rechnet er jetzt auch noch durch, wie es sich auf die Eigenkapitalrendite auswirkt, wenn die X GmbH statt 1 Million nur 200.000 Euro Eigenkapital zum Kauf der Immobilien einsetzt und sich sogar 1,8 Millionen Euro bei der Bank leiht. Insgesamt werden wieder 2 Millionen Euro in Immobilien investiert. Der Verschuldungsgrad liegt dann bei 900%.
Bei einem Jahresüberschuss von 200.000 Euro liegt die Gesamtkapitalrendite, wie bei den vorherigen Varianten auch, bei 10%. Weil die X GmbH jetzt ja relativ hoch verschuldet ist, steigt wahrscheinlich auch der Zinssatz für Fremdkapital. Max schätzt auf 12%. Insgesamt muss die X GmbH dann 216.000 Euro Zinsen für Fremdkapital zahlen. Es werden also 16.000 Euro mehr an Zinsen ausgegeben, als der Jahresüberschuss beträgt. Die Eigenkapitalrendite wird dadurch negativ und liegt jetzt bei minus 8%. Eine so hohe Verschuldung ist zur Erhöhung der Eigenkapitalrendite also nicht ratsam. An diesem Szenario wird das Leverage-Risiko deutlich. Der Leverage-Effekt lässt sich nämlich nur bis zu einem bestimmten Grad nutzen. Je höher der Verschuldungsgrad, desto höher wird wahrscheinlich auch der Zinssatz für Fremdkapital. Sobald der aber die Gesamtkapitalrendite übersteigt, sinkt die Eigenkapitalrendite mit wachsender Verschuldung. Max kommt zu guter Letzt dann auch zu dem Schluss, dass zwar eine höhere Verschuldung angestrebt werden sollte, um die Eigenkapitalrendite zu erhöhen, aber eben nur, solange noch die Bedingung erfüllt ist, dass die Gesamtkapitalrendite höher ist als der Zinssatz für Fremdkapital. Wenn zu viel Fremdkapital aufgenommen wird, droht die Überschuldung. Sie wissen jetzt also, was der Leverage-Effekt ist, wie man ihn berechnen kann, welche Auswirkungen er auf die Eigenkapitalrendite hat und was das Leverage-Risiko ist.